Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonder, The Cloudcatcher Chronicles. Jo, wir wollen weiter questen und das Spiel jetzt dann bald mal zu einem Ende bringen. Dafür werden wir jetzt einfach mal hier unsere drei Sonnenbrillen, die wir mühsam zusammengesammelt haben, abgeben. Und eine neue Kleidung wäre nicht schlecht und neues Outfit, also mal wechseln halt, so meine ich das. Vielleicht auch einen Geist dann wechseln. Und dann schauen wir mal, wie es so läuft in dieser Aufnahmesession, ne? Vielleicht schaffen wir das Spiel ja auch schon fix fertig. Vielleicht verbringen wir auch aber noch ein bisschen Zeit. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. So. Jetzt sind wir gleich durch. Dann gehen wir die Quest hier mal ab. Dann haben wir schon eine weniger. So. Auf jeden Fall müssen wir einen Haufen Brücken bauen. Daran kommen wir leider nicht drum herum. Nicht vorbei und nicht herum. Auch kann ich schon Steinchen sammeln. Die kann ich immer brauchen. So. So. So, guten Tag. Ja, entschuldigen Sie. Bitte entschuldigen Sie, das wollte ich nicht. So, Quest abgeben. So. Servus. Bitte, ja? Shades! Vielen Dank für deine Gabe. Jetzt kann ich zu jeder Tageszeit unterwegs sein. Worauf wartest du noch? Lass uns gehen und sehen, was wir entdecken. Okay. Ich würde sagen, rüsten wir doch gleich mal den Geist aus, oder? Also, ausrüsten. Nehmen wir den doch mal, oder? Shades. Ja. Da. Da oben wäre ein Steinchen. Das nehmen wir gleich mit. Holzbrücken bauen. Wir brauchen haufenweise Planken. Bäm. Das bedeutet, wir brauchen haufenweise Holz. Oh. Da war eine Katze. Katze? Katze? Wo ist deine Katze? 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 Miau? Miau? Da oben. Ah, da oben ist sie. Schau mal, komme ich da so rauf? Okay, die hüpft wieder weg. Ui. Oh. Ah ja, geht. Hi, Schnucki. Ja, hallo. Ja, da schnurrt sie. Eine wäre hier noch übrig. Boah, ob wir die finden? Das müsste dann ein grober Zufall sein. Wäre aber cool. So, wir brauchen Steine, wir brauchen Holz. Ich möchte nicht so viele Bäume killen, weil die hier halt wunderbar zum Thema Wüste passen eigentlich. Meine ist eh wurscht, aber... Ach, was soll's. Klatsch mal die Steine hier weg. Den einen Haufen da und das sammeln wir wieder ein. Was wir brauchen, sind halt haufenweise Lianen. Haufenweise Zeugs. Ich weiß auch nicht, ob wir die ganzen Bauernhöfe ausbauen sollen zu 100%. Der Wolkenfänger gehört ja noch repariert. Boah. Wir haben halt noch richtig viel Arbeit. Ja, was soll's. Ich würde sagen, ich schaue mal zum Südfeldhof, zu unserem ersten Bauernhof. Ich bilde mir ein, wir haben da ja ein Viechlein, das uns Ton macht. Bist das nicht sogar du? Als Tonfuchs oder so? Weil wir brauchen sehr viel Ton. Für die Steinbrücken, wegen Mörtel und so, ne? Also, da haben wir Eier, da haben wir haufenweise Holz. Haufenweise Ton. Ja, das ist schon okay. Natürlich brauchen wir auch haufenweise Steine, gar keine Frage. Aber mit ein bisschen Glück haben wir jetzt so viel Holz, dass ich problemlos die Planken hier zusammenkriege. Brauche ich ja nur mehr 35, also ich habe kein Problem. Jetzt nur die Frage, wie ich da hinkam. Aber ich bilde mir jetzt auch wieder gerade ein, ob es nicht besser wäre, den anderen Bauernhof aufzusuchen und von dort aus hinzulaufen.
bin da zu schlecht bei sowas. Wobei, die Blume hier brauche ich, glaube ich, auch. Und Steinchen brauche ich auch noch zuhauf. Batsch, batsch, batsch. Da haben wir noch ein Bäumchen. Ja, ja. Ich bin gerade unschlüssig, wie ihr merkt. Ich glaube, ich werde mich nochmal wegboarden. Zack, zack und bam. Also zuerst klatsche ich noch die Steine hier. Die nehme ich noch mit. Und dann boarde ich mich zum anderen Bauernhof. Ich glaube, da bin ich schneller. Bam. Da bin ich dann schneller beim Sägewerk. So. Nimm mit das ganze Graffel. Das brauchen wir in dieser Staffel. Lala. Und der Vogel, der singt schon seit in der Früh. Lala. So. Bäm. So, den wollte ich noch mitnehmen. Und dann heißt es wieder Reiseknoten aktivieren zum Fleckenbaumhof. Bin ich mir recht sicher, das müsste stimmen und passen so. Da wollte ich... Da könnten wir tun... Ach, habe ich jetzt vom Bauernhof mitgenommen. Brauche ich vielleicht derweil noch gar nicht. Lianen wären da schon wichtiger. Nehmen wir ein paar Lianen mit. Das schaut nämlich eh ganz mau aus, glaube ich, im Inventar. Was ich so bei einer kleinen Probeaufnahme, wo alles stimmt, tontechnisch und so gesehen habe. Fällt halt... Nein. Pfui. Fehlt uns da ein bisschen was. So. Weil Zwirn müssen wir ja auch machen. Ich meine, hier können wir da mit Futter und so, glaube ich, Zwirn basteln. Aber ja. Gut. Da haben wir noch ein Steinchen. Sehr gut. Noch Lianis. La la la. La 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 la. La 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 la. So. Dann sammeln wir vielleicht noch hier den Ton ein. Dann habe ich sicher mal eine Zeit lang genug. Hoffe ich. So. Auch hier noch schnell. Fischen möchte ich dabei nicht. Da oben wäre noch ein Tönchen. Ja. Den Baum von mir aus könnte ich gleich mal fällen. Bäm. Bäm. Kaboom. Bäm. Bäm. Kaboom. Also das wird ein anderes Holz, als ich brauche, ne? Eigentlich. Blub. So. Hier wären noch 6 Bäume übrig, die ich pflanzen müsste. Aha. Ja. Weil ich das eh per Zufall anfinde, oder was? Zumindest die Dinger nehme ich mal mit, das passt schon. Hier war ein Sternenbild, ne? Ein Sternenbild nur für dich. La la la. La la la. Gut, also. Zum Sägewerk, ne? Da muss ich übers Brückel. So. Und dann, glaube ich, noch ein Stück weiter. So, da haben wir Lianis schöne. Noch ein bisschen Ton. Komme ich hier zu dieser Truhe hin, die da drüben war? Na, die ist wahrscheinlich genau da drüben. Ich hoffe, ich kriege da mal eine Möglichkeit. Oder muss man das quasi per Geschick den Sprung schaffen? Ja. Das wäre nicht so super. Da ist auch noch eine Liane. So. Dann gehen wir mal weiter. La 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 la. Ich habe mir gerade eingebildet, dass ich was gesehen habe.
Hab ich aber nicht. Nein, nein, hab ich nicht. So. Lianen und noch mehr Lianen. Und noch mehr Lianen. Und dann haben wir noch ein paar Lianen. Und wenn wir glauben, wir haben schon 20, nehmen wir nochmal 30 mit. Ja, da drüben vielleicht noch kurz schauen, ob da drüben noch Lianen sind. Zwitscher, zwitscher. Oh, ist da was zum Ansetzen? Tatsächlich. Schau dir das an. Aber sofort die. 5 sind da noch übrig in dem Gebiet, okay. Ah, die werde ich, glaube ich, nicht finden. So viel Glück werde ich nicht haben, glaube ich. So viel Glück habe ich sicher nicht. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. So viel Glück habe ich sicher nicht. Niemals nicht. Niemals nicht. So. Lala. Aber ich hoffe, dass wir echt genügend Dingsbums dabei haben. Holzdingsstämme. Stöckchen. Das wäre ganz schön. So, hier ist es ganz schön dunkel. Es ist halt der Schmarrn, dass es hier so schnell finster wird. Das ist nicht so ganz super toll. Nicht ganz super toll. So. Hallo. Die nehmen wir auch mal mit, die Blume. Ich könnte aber auch mal ein bisschen Futter mitnehmen, oder? Vielleicht kriegen wir noch ein paar Sämlinge. Das wäre auch nicht schlecht. Ja, das sind schon 2. Wick, 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 wick. Wick, 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 wick. So. Wegen Zwirn und so, ne? So. So. Und so. Und so. Und so. Sehr gut. So, dann nehmen wir den noch mit. Wenn ich schon mal da bin, den auch noch. Bam. So. Dann würde ich meinen, darüber. Da wäre auch noch ein Steinchen. Bam. Und zack. So. Und hier. Da machen wir auch gleich alles platt. So. Schön sammeln. So. So, schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp, schnipp. Schnipp, schnapp, schnapp. Und hier auch noch. Und da auch noch. Schnipp, schnapp, schnapp. So. Schnipp, schnapp, schnapp. Sehr gut. Bäm. Bäm und kaputt. So. La, la, la. La, la, la. La 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 la. So. Dann noch hier, den zerdeppern wir auch gleich. Bam. So. Die lasse ich jetzt mal stehen. Da haben wir noch ein Steinchen. Bau. Bau, 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 bau. Eine hübsche Liane. Und hier, glaube ich, müsste dann schon sein. Irgendwo darüber, dahinter uns, neben uns. Da drüben, glaube ich, da müsste das Sägewerk sein. Hallo. Ja, da ist es schon. Das hier müsste es schon sein. Gibt es was zum Ansetzen? Na. Hat gerade so komisch ausgeschaut. Hallo. Ich möchte gern was kaufen. Ja, alle Planken, die Kohle, die Liane, das Wasser und die Planken nehmen wir mit.
Dafür kriegt er was. Was kriegt er denn dafür? Die Säule kann ich ihm nicht geben, die brauche ich noch. Den Ton kann er auch nicht haben, den brauche ich auch noch. Die Steine kann er sowieso nicht haben, das brauche ich alles noch. So, ja. Ich würde sagen, wir können ihm ein bisschen Frucht geben. Zwei und zwölf von was? Zwölf vom Holz. Drei hier. Und neun. So. Passt. Gnädige Frau. Oh. Willkommen im Sägewerk Gang. Aus 10 Holz kann ich einen Plan gemacht. Ja, 15. 15 nur? Das ist überhaupt nicht viel. Boah, immer noch zu wenig. Na gut, dann packen wir mal die Axt aus, ne? Aha, da ist noch nichts gewachsen. Das ist hervorragend. Scheißlich, muss ich runtergehen da? Da sehe ich ein paar Bäumchen, die ich fällen kann und neu bepflanzen kann. Also, wuppa! Hier sind ein paar, ne? Die machen wir gleich platt. Die da. So. Das tut mir nicht alles. Bam! Bam! Was tut man nicht alles für... Zack, zack. Die Quests. Bam! Zack, zack. Au! So. Das haben wir auch ein. Da pflanzen wir gleich ein. Zack, zack. Zack, das nehmen wir auch mit, das Stöckchen. Und bam, 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 bam und bam. Gleich einpflanzen neu. So. Dann gleich da drüben weiter. Zack, zack und kaboom. Zack, zack und kaboom. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auch hier ein neues Sämling rein. Und der nächste. Zack, zack und kaboom. Zack, zack und bam. So. So. Hier haben wir auch noch zwei. Einpflanzen. Und zack, zack und kaboom. Bäm. Und auch hier gleich. So. Sehr, sehr gut. Guten Tag. Na? Eine Gruppe Dschungelfüchse nennt man wild. Aha. Dschungelfüchse, die werden wahrscheinlich Bäume produzieren dann, ne? Kann ich mir jetzt vorstellen. Zack, zack und kaboom. Zack, zack und bam. So. Bam. Dann nehmen wir hier auch gleich die Steinchen mit. So. So. Lalila. Lalila. So. Und auch die Lianen. Und hier fällen wir auch gleich die Bäume. Bam, bam und bau. Bam, bam und bau. So. Und auch hier. Zack, zack und kaboom. Zack, zack und kaboom. So, gleich pflanzen. Gleich mitnehmen die Lianen. So ist fein. Dann haben wir hier ein Hammerchen. Bau. Passt.
Dann schauen wir gleich mal nach. Kommt man hier jetzt wieder direkt drauf? Ich glaube nicht, gell? Nein, nein. Da muss man schon den Weg nehmen. Hoppala. Den Weg nehmen, wollte ich sagen. War das eine Katze? Ich schau mal kurz. Oder habe ich mir das jetzt eingebildet? War hier ein Kätzchen? Ja, da ist ein Katzi. Ich habe es gerade gehört nochmal. Da ist ein Katzi. Ja, wo ist sie denn? Wo ist sie denn, die Katze? Hallo? Miau nochmal kurz. Miau. 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 Hä? Ich habe sie gehört. Aha. Da, glaube ich. Da ist sie. Hallo, Schnucki. Ja, feines Katzi. Braves Katzi. Bäm, bäm und bäm. Sehr, sehr gut. So, dann gehen wir wieder rauf zum Sägewerk. Und dann werden wir schauen, dass wir die Planken zusammenkriegen. Jo. Das wäre ganz famos. Dann sind wir diese Quest los. Lala. Tja. Schön mitnehmen, die Steinchen. Kopf, Kopf, Kopf. Guten Tag. Ich schaue noch, ob einer was zu verkaufen hat. Ja, viel nett. Nur das, was wir ihm gegeben haben. Hallo. Oh. Willkommen im Sägewerk. Kann dir 8 machen. Danke. 4 Planken haben wir noch übrig. Ja, gut. An Zwirn müssen wir herstellen. Und zwar, der Zwirn. Futter oder mit Lian? Futter. Ich würde sagen mit Futter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, glaube ich, waren es. Oh, mehr. Viel mehr. 2 noch. 1 und 2. Na, verdrückt auch noch sauber. Jetzt aber. Passt. Die Brücke ist da mal fertig. An einem seltsamen Platz. Die Steinbrücke am seltsamen Platz. Ich hoffe, ich bin da richtig. Ich laufe einfach mal dorthin. Wird schwer. So. Dann haben wir halt das große, die große Aufgabe mit den Steinbrücken. Wo ich immer noch fleißig versuche, Steinchen zu sammeln, weil ich immer das Gefühl habe, wir werden zu wenig haben. Servus. La la la. La la la. Ja, ja, ja. Da hast du zu wenig. Immer zu. Komm, gib auch um. Du hast so wenig. Das ist falsch. Was ist denn das da? Ist das ein Sternbild? Da komme ich, glaube ich, nicht sicher hin, oder? Ah, Ton, den nehme ich gleich mit. Nimm mit. Sehr gut. Ich habe mir schon gedacht, was ist, wenn ich das rausfischen muss? Das möglich ist? Ich probiere mal was. Na, klappt eh nicht. Da werden wir wahrscheinlich irgendwann mal so ein Boot oder was kriegen, glaube ich mal. Das wäre zumindest super. Dann können wir da rüber schwimmen und das Sternbild holen.
La la la. La la la. So. Aber da zücke ich gleich meinen Hammer. Weil da ist ein Felsbröckelchen und eine Liane. Und den machen wir gleich kaputt. Und bam! So. Und hier ist noch einer. La la, la la, la la, guten Tag. So, wir reparieren jetzt die Brücke. Hoffentlich brauchen wir nicht noch eine. La 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 la, la 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 la, la la. Super schön. Interleit Trolltorf. Ein Trolldorf. Also das ist, heißt das, die kleinen Dinger hier sind Trolle? Hallo? Na du? Warum sollte ich ein Spiel kaufen, bei dem ich nicht sterben kann? Ist das scheiße? Ist das ein Sch... Das Dorf ist voller Kacke. Oh mein Gott. Das Dorf hier ist voll Kacke. Muss das sein? Sieht ziemlich gut aus, auch wenn es ganz klar ein Billigspiel ist. Was für ein Spiel reden die da? Ich frage mich, ob es in diesem Spiel echte Herausforderungen gibt. Was? Welches Spiel? Wenn ich Spiele programmieren könnte, dann wäre ich viel besser. Sollte das vielleicht nicht Interlate, sondern Internet-Troll heißen? Vielleicht? Oh, sieh dir mal an, wie sie das aus der Höhle zoomen kopiert haben. Sind das echte Troll-Kommentare? Und die haben das da einfach mal hier so mit reingebaut? Im Spiel muss es Kanonen geben. Ja, okay. Was haben wir hier drin? 10 Altkönigreich-Münzen. Wow. Okay. Das haben wir mal geschafft. Das Dorf der Scheiße. Vielleicht deshalb lauter Kackhäufchen. Das ist, glaube ich... ja. Ich meine, besser kann man einen Troll nicht darstellen, oder? Wenn er im Dorf von... Also so ein Kommentar-Troll, ne? Also, ihr wisst schon. Wenn er in einem Dorf voller Kacker lebt. Ach, ist ja... Irgendwie ist es schon lustig. Ja. Das heißt, Yonda musste schon sehr viel Kritik einstecken, ne? Ich vergleiche das Spiel hier recht gern mit Animal Crossing. Es ist natürlich klar, nicht jedes Spiel ist für jeder Mann und für jede Frau gedacht. Das ist schon klar. Es geht ja auch darum, dass es ja auch Liebhaber gibt, die das gerne, so wie Yonda hier oder Animal Crossing, mal zum Entspannen spielen, nicht jetzt da suchten Vollgas, weil man glaubt, man kann jetzt, weiß Gott, welche Quests freischalten oder Erkundungen starten. Man lebt auf Animal Crossing, halt auf einer kleinen Insel, so wie hier eigentlich. Man farmt Dinge, damit man Sternis kriegt und zahlt seine Schulden ab, damit man sein Haus ausbauen kann. Hier ist es halt, wir helfen wir helfen halt den Bewohnern hier und versuchen, ihnen das Leben hier schöner zu machen. Und ja, die Düsternis zu bekämpfen. Passt doch, oder? Hey, bist du so ein Wühlfuchs? Aha. Ja, hi du. Ja, du bist süß. Ja. Ein Wühlfuchs. Jetzt muss ich hier glatt überlegen, wo hier in der Nähe ein Bauernhof wäre. Oder vielleicht habe ich noch einen Bauernhof nicht entdeckt. Das könnte auch sein. Dann würde ich ihn gerne noch bauen.
Zitterebene, Steinbrücke, okay. Das scheint dann wohl die nächste Quest zu sein. Die Brücke hier ist richtig im Arsch. Die ist mal so richtig kaputt. Aber hier scheint es nichts zu geben. Aber wie gesagt, so ein Bauernhof hier in der Nähe wäre echt noch cool. Bäm. Aber streng gesehen wäre es ja dieser Wüstending da drüben, ne? Oder da drüben irgendwo. Da oben ist eine Truhe, sehe ich gerade. Lol, ich hätte da runterhüpfen können. Ja, ne? Nessom, ne? So, ich würde dann mal sagen, ich baue dann mal langsam, also im nächsten Part aber erst, die Steinbrücke zusammen. Würde ich mal vorschlagen. Da drüben ist was zum Anpflanzen, kann das sein? Wenn ich das gerade so gesehen habe. Na, das hat jetzt gerade nur so ausgeschaut, oder? Oder? Ich glaube, das hat jetzt nur so ausgeschaut. Ja. Ich glaube, das hat nur so ausgeschaut. Na gut. Da, zack. Dann würde ich sagen, wir bauen mal ein Stück. So, also im nächsten Part, genau. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wie ihr das wieder schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.